Hallo Kinder und herzlich willkommen zu Emils Nachrichten aktuell. Vor ein paar Tagen habe ich erfahren, dass ein Freund von mir mit seinen Freunden eine Ladung Hilfsgüter in die Ukraine liefern will. Darüber wollte ich mehr wissen und habe ihn besucht. Kommt einfach mal mit. Hallo Nikolai, kannst du mir sagen, wo wir hier sind? Hallo Emil, wir sind hier in Lahr auf dem Gelände der Firma Zermet, die uns das zur Verfügung gestellt hat. Und wir bereiten hier unseren Hilfskonvoi in die Ukraine vor und haben bisher jetzt schon 8 Sprinter auf dem Weg in die Ukraine. Heute gehen nochmal 8 raus. Ein 40-Tonner kommt noch, ein 7,5-Tonner und 2 Mannschaftswägen fahren auch noch raus, die uns rückzusah wieder Leute mitbringen. Was bringen denn die Leute? Schau mal, Emil, hier bringen die Leute alte Koffer und Koffer, die sie nochmal brauchen, die wir voll machen können. Da drüben haben wir Isomatten, Schlafsäcke, ganz viele Sachen. Hier drüben haben wir Essen, Trinken, viel Konserve essen, Medikamente haben wir da, Verbandsmaterial. Da vorne haben wir Kleidung, militärische Kleidung, schusssichere Westen mittlerweile, Stiefel, Helme, alles mögliche, Decken. Dort hinten haben wir Zelte. Wir haben mittlerweile eigentlich alles, was du brauchst. Batterien haben wir, extrem viele Taschenlampen. Und hier unten haben wir ein kleines Lager für unsere Leute hier, dass die mittlerweile Essen kriegen, dass sie Trinken kriegen. Und genau, also es ist auch so, dass wir mittlerweile sogar von verschiedenen Clubheimen und verschiedenen Restaurants versorgt werden, dass die Leute hier was zum Essen haben, weil die sagen, so möchten wir euch helfen. Also es ist toll, wie die Menschen hier zusammenarbeiten und was hier gerade passiert. Hat das die Politik organisiert? Nee, wir machen das komplett unabhängig von der Stadt oder von den Politikern. Es waren einfach nur wir 4 Freunde, die gesagt haben, hey, wir sehen die Bilder in der Nachrichten, wir möchten was dagegen tun, wir möchten unseren Teil dazu beitragen. Wir wissen, wir können den Konflikt so nicht lösen, wir wissen aber, wir können Menschen in Not so helfen. Ich meine, wir alle leben eben Überfluss. Und dass sowas dann, du siehst ja hier, dass sowas dann passiert, das hätten wir niemals für möglich gehalten. Eigentlich wollte man 2 Sprinter voll machen und mir 4 Freunde da runterfahren. Mittlerweile sind es dann wahrscheinlich am Schluss 20, 30 Sprinter und das übersteigt alles, was wir uns vorgestellt haben. Unglaublich, was 4 Freunde organisieren können. Falls mehr kommt, werde ich darüber berichten. Hey Leute, der letzte Tag ist perfekt zu Ende gegangen. Was wir für morgen jetzt noch bräuchten, wären ein paar HelferInnen auf dem Firmengelände hier, die uns noch beim letzten zusammenpacken für die LKWs, die nächste Woche kommen, helfen und noch ein bisschen zum Glasschiff machen. Das kriegen wir leider zu dritt oder zu viert auch nicht geregelt. Und ansonsten hier im Hintergrund, wir hatten gerade noch die Abschlussbesprechung für heute. Vielen Dank, Leute, für alles. Ihr seid mega. Dankeschön. Lahr hilft, Alter.